Moin, moin, liebe News, liebe Senioritas. Bisschen Planwechsel. Wir können ungefähr eine Dreiviertelstunde jetzt noch machen. Dann ist Essenszeit. Das hatte ich gar nicht mal auf dem Zettel. Aber wir müssen heute noch Nahrung zu uns nehmen. Klingt komisch, ist aber so. 60.000 Öl mit 50 Raffinerien machen wir im Grunde. Wir machen es nicht ganz. Wir haben jetzt zwar 50 Raffinerien. Na, hier. Ich kann es beweisen. Wir haben ja 50 Raffinerien, die kacken aber nicht genug Produkte raus. Und der Grund ist natürlich ganz einfach. Wir haben hier jeweils drei Produktivitätsmodule drin, die das Ganze um 10% langsamer machen. Das heißt, wir haben 30% zu wenig. Ja, und 30% von 50 sind 15. Das heißt, statt 50 bräuchten wir 65 Maschinen, damit wir mit den Produktivitätsmodulen trotzdem genug Durchsatz haben. Von daher baue ich das jetzt hier einfach noch mal länger. Und dann sollten wir auf unsere 60.000 Öl kommen. Oder was haben wir? 18.000. Nee. Was ist das hier zusammen? 18 und 36. Öl. 54? Kommt das echt hin? Ist das nicht eine 1-zu-1-Umwandlung? Der Arbeitsschritt kostet 50 und 100, aber wir kriegen noch 90 Gas raus. Ja, okay. By the way, du sollst die Fluid Blueprints mittels der Flip-Funktion von Blueprint Extension, was du hast, flippen können. Ja, stimmt. Gut, dass du es sagst. Das sollte theoretisch funktionieren. Ja. Gebe ich dir recht. Da hat er mal was richtig gemacht. So, was wir jetzt noch machen, ich überlege, ob ich hier Querverbindung haben will oder nicht. Und ich will Querverbindung haben. Multizylinder sind erforscht, das ist schön. Schön, ich laber Schwachsinn und ihr macht mit. Ja, nee, natürlich. Es ist die Macht der Brust. Die Macht der Brust. Brustmacht. So, wir machen mal Geschwindigkeit für unsere Labore, auch wenn das jetzt ja nicht so wichtig ist. So, wir holen uns Querverbindung. Einmal rückgängig. So, wir holen uns Querverbindung. Nochmal. Achso, hier kommt es dann nicht mehr genau hin. Weil ja hier jetzt der extra Abstand kommt. Hier sind ja zwei Felder drin. Das heißt, hier gehen wir dann auch. Ne, doch weiter so. Ja, das passt schon. Ich bin so froh, dass die radioaktiven Felder mich nicht wegrippen. So wie bei Castorio war es, ne? Castorio 2. Warum packt ihr hier eigentlich keine... Moin moin, du geiler Fabrik. Alter, wie dreist ist das? Ich kann sie hier nicht mal ausmachen. Ja genau, Module rein. Ja, danke. So, wenn wir jetzt nochmal in unsere Produktion gucken, auf die Flüssigkeiten, sind wir bei pro Minute 55.000 Petroleum. Das ist gut, das ist da, wo wir hinwollen. Ne? Wenn wir gucken, wir brauchen... Nicht, dass ich mich jetzt täusche. Ich will eigentlich die ganz... Wie kriege ich jetzt den... Ah, Shift. Ja, so. Okay. 60.000 verarbeiten wir und 58.000 davon, ne? Müssen es ja eigentlich sein. 54.000, so. 3 und 1 sind 4 und 6 und 8 sind 14. Ja, 54.000. Avesino und alle anderen. Hallo, Timmy Schwarze. Danke nochmal für das Abo. Ja, die ist lieb, die Nanani, ne? Ach komm, weil es so schön ist, Timmy Schwarze. Das ist zwar eigentlich gestern passiert, aber egal. Komm, ich finde es so schön. Ich will es noch einmal machen. Ich will noch einmal angeben mit dem tollen Rad, das ich hier kreiert habe. So. Und was wird's? Da fehlt jetzt überall jeweils einer. Senoas und Senoritas, es ist Zeit, den Entgegner zu bekämpfen. Guckt in den Chat. Ja, dann unten bat sich mir. Da sitzt das für das Nanane Timmy Schwarze Abo quasi. So kann ich wenigstens wieder mein Gesicht verstecken. So fühle ich mich tatsächlich eigentlich viel wohler im Stream. Ja. Ich finde, so ein nordischer, roter, irischer Bart schmeichelt meinem Antlitz tatsächlich sehr.
Gut, Petroleum haben wir. Jetzt ist die Frage, möchte ich das hier tatsächlich nochmal aufpimpen? Indem wir zum Beispiel so machen. So. Und so. Und so. Und so. Ich bin noch unentschlossen, ob ich das will. Das passt doch jetzt schon wieder nicht, oder? Hä, wo muss ich denn jetzt den nächsten ansetzen? Da, oder? Und dann da. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Irgendwie gefällt mir das nicht. Also jetzt wird hier alleine gleich schon wieder ein Fehler kommen, weil ich hier diese Doppelhälfte habe. Ja, weil das ja hier in der Mitte einmal anders läuft. Hier. Da kann ich das nicht machen und hier müsste ich ihn eigentlich flippen. Kann ich aber nicht wirklich. Ne, da machen wir auch so weiter. Ist okay. Ja, ich mach's. Also ich habe jetzt schon so angefangen. Mir ist klar, dass ich da noch immer ein Verbindungsstück brauche. Und zwar hier. Das Rohr. Hier sind die zwei direkt nebeneinander. What? Warum sind hier zwei direkt nebeneinander? Irgendwas läuft hier noch. Irgendwo ist hier so ein beschissener Fehler in der Blaupause. Aber das interessiert mich nicht. Also doch, es interessiert mich ehrlicherweise schon. Aber ich will nicht, dass es mich interessiert. Von daher machen wir einfach weiter. Mir ist bewusst, dass da irgendwo ein Schnitzer drin ist. Aber muss ja keiner wissen. Das behalten wir einfach für uns. Das ist unser kleines, schmutziges Geheimnis. Viele Erfahrungen, die wir damals im Feriencamp gesammelt haben. Das geht niemandem was an. So. Nein, 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 das bleibt unser Geheimnis, das mit dem Sommercamp. Gut, nächster Schritt. Mehr Beton. Gehen wir hier mal raus, machen den Beton hier hin, das ist okay. Da hinten würde ich dann tatsächlich auch gleich nochmal ein Radar oder so hinpacken. Das brauchen wir hier wahrscheinlich eh überall mal. Was bleibt ein Geheimnis? Nein, nein, nee, genau, das ist der Spirit. Das ist der Spirit. So habe ich das gern. Wir wissen gar nicht, was das Geheimnis bleibt. Nein, nein, nee. Nee, nee, wir haben keine Geheimnisse. Alles gut. Das, was wir damals im Ferienlager gemacht haben, bleibt ein Geheimnis, habe ich gesagt. Da nochmal ein Radar zwischen. Und ich mache hier nochmal ein Radar zwischen. Digga, hier passt es nicht. Digga, was ist denn los mit dieser Blaupause? Die ist ja richtig crap. Irgendwo habe ich hier richtig Kacker gemacht. Richtig in die Hose geschurzt. Gegenseitig in der Nase gepopelt eventuell. Oh, das ist schon ziemlich sexy. Kommt auf die Nase an. Und auf den Popel. Also ich kann Leute nicht verstehen, die in der Nase popeln und das dann essen. Ich popel nur in fremden Nasen und esse das. So. Das haben wir alles. Ist es denn jetzt wenigstens einigermaßen okay? Ich glaube ja, ich könnte jetzt halt hier noch was. Ich könnte! Hier jeweils so einen Splatter-Splat-Boom hinhauen. Der das hier so durchdrückt. Und dann hätten wir Rohre in der Mitte. Ja, guck mal, ich splatter splabloom das jetzt hier hin. Genau, und splatter splabloom das hier hin. Es ist eine hässliche, also wie gesagt, wenn wir Advanced Oil Processing haben, werden wir das Ganze sicherlich nochmal ein bisschen schöner machen.
für den Moment, aber reicht mir das. Es geht mir jetzt gerade um die Funktionalität. Und sie ist halt auch nicht furchtbar, die Blaupause, aber entspricht eigentlich nicht meinen hohen sinuastischen Qualitätsansprüchen. So, einmal noch hier. So, komm mal. Und jetzt fließt die ganze Suppe hier. Das ist nicht mehr der Mittelpunkt, das ist mir auch klar. Ja, ist mir aber egal. Die ganze Suppe fließt jetzt hier hin. Und dann könnten wir hier 4 Ausgänge machen. Nicht mal das geht. Nicht mal das geht. Egal. Es geht gar nichts hier. 1, 2, 3, 4, 5. So könnten wir machen. Nicht mal das geht. Egal. So, so, so. Und wir haben hier keinen Mittelpunkt. Siehst du das? Ich kann jetzt da und da einen hinsetzen. Das bringt aber gar nichts. Wenigstens so ein bisschen zentraliert. Zentraliert, das Wort gibt es nicht. Es gibt das Wort zentraliert nicht, oder? Möchte ich das haben. So, wir haben auf jeden Fall 50, beziehungsweise wir haben 65 Ölraffinerien. Check. Jetzt brauchen wir 10 mal Schwefel. Das ist tatsächlich der leichte Teil. Ja, ich habe Chemiefabriken. Es ist mir relativ egal, wo ich die hinbaue. 1, 2, 3. Digga, dein Internet. 4, 5, 6. Schwefel, 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 Schwefel. Haben wir insgesamt 11 Stück, ist einer zu viel. So, 10 mal Schwefel. Kriege ich da auch Produktivität? Ich kriege da auch Produktivitätsmodule rein. Das ist doch unfassbar. Dann brauche ich noch 3 mehr. Dann brauche ich noch 3 mehr, weil wir ja 30% langsamer arbeiten. 30% langsamer arbeiten heißt aus 10, 30% raus sind 13. Wenn ich mich jetzt nicht so richtig peinlich verrechnet habe. Und die brauchen ja nur Wasser. Wasser haben wir erinnern uns hier oben. Da können wir easy. Durchjumpen. Ja. Ist mir aber zu nah dran. Wir machen das ein weiter runter. Vier. Wir machen so. Ein Block gehen wir weiter runter. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Wir müssen hier nicht so eng an eng arbeiten. Dann gehen wir dahin. Ziehen hier ein Rohr durch. Neben Untergrundförderbänder und gehen da jeweils rein. 13 mal das Ganze. 26 Klicks, wenn wir es perfekt machen. Und schon hat der Onkel Seno. Ah, da war doppelter Fehler. Oh mein Gott. Wasser in den Gerätschaften. Da muss jetzt noch Petroleum hin. Da machen wir so und so und so. So. Und holen das Ganze aber von hier raus. Und ich nehme jetzt einfach mal nur den ersten. Weil ich keine Ahnung habe, wie viele Rohre ich brauche, ob ich so viele Rohre brauche, ob ich weniger Rohre brauche oder doch mehr. Wir wissen es nicht. Und es gibt in Factorio keinen einzigen, keine Möglichkeit, das irgendwie rauszufinden. Gibt's nicht. Ist unmöglich. Die reiße ich übrigens nochmal auf, die sind scheiße. Weil wir brauchen ja Greifarme. Geh da weg. Die Roboter nerven. Hart. Ich möchte die tatsächlich immer dazwischen haben. Nee, das ist auch scheiße. Links und rechts daneben, das wird's. So. So, so, so. Falsch. So. Der Grund, dass ich das jetzt so handhabe, ist, da müssen ja noch Greifarme hin. Na, geht ja nicht anders. Hier müssen quasi Greifarme hin. Immer 3 Stück. Beziehungsweise nehmen wir immer 2. Und bereiten dann gleich Förderbänder vor, die aufeinander zulaufen und hier runtergehen. Das heißt, so machen wir das. Da ist unser wunderschöner Schmierblock. Unsere Schwefelproduzenten. Zack,
zack, zack, zack, zack, zack, zack. Gut. Das Ganze kriegt dann hier jetzt irgendwie einmal Strom und dann sind wir auch glücklich. So, schon läuft's los. Tak, 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 da wird gearbeitet. Das ist schön. Wie viele Förderbänder sind das? 0,6. Das heißt, das können wir alles zusammenlaufen lassen. Bei 13 Stück wäre die Hälfte 7. 6. Sino, wieso hast du mich nicht erinnert, dass ich mal gucken muss auf den Chat? Das weiß ich nicht, Red Jan. Ich habe es erfunden, deshalb gibt es das Wort, ja. Wenn das so einfach wäre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 und 6 sind 12, ja, das müsste die Mitte sein, so. Und so, ja. Guck mal, schon läuft das hier runter. Scheint tatsächlich, ich will das mal nur einmal kurz ausprobieren. Ist schwer zu glauben, dass das weniger als ein rotes Förderband ist. Das sieht so aus, als wenn die so viel produzieren, dass das hier niemals leer läuft. Kann ich mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen. Aber wenn die das sagen, wird das stimmen. Klingt falsch, aber ja, ist so, scheinbar. Glauben wir denen das? Okay, reißen wir das alles einmal ab. Das haben wir geschafft, das ist schön. Ja, wir haben noch ungefähr, ja, sagen wir mal 10, vielleicht 20 Minuten. Das heißt, wir machen weiter mit dem nächsten Schritt. Das ist... Haben wir... Oh, ich will die andere Ansicht benutzen. Ich will die benutzen. Guck mal, wir machen Check, Check. Das haben wir beides. Plastik, ja. Plastik ist schon mal beschissen. Plastik braucht Petroleum und Kohle. Kohle haben wir noch nicht. Kohle holen wir. Deshalb bin ich extra noch mal ein bisschen nach unten umgezogen mit dem ganzen Quark. Weil jetzt können wir das Ding hier benutzen. Wir geben das aus nach nie ohne Seife waschen. Nach Westen. Output Planner und dann einmal nach Westen. Wie viele Förderbänder Kohle brauchen wir? Förderbändermäßig ist das genau 1. Genau 1 für den Plastik. Genau 1. Ich werde mit 2 arbeiten, einfach weil ich ja Produktivitätsmodule noch anflanschen will. Ändert zwar eigentlich nichts an unserem Bedarf, was die Kohle angeht. Aber, ja, ich glaube, so machen wir das. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich dieses Scheiße. Förderband nie wieder angeschossen habe. So, sollen wir vielleicht mal machen, dass die hier drüben wieder weiter produzieren können. Genau, das baust du mir hier alles einmal hin, liebes Spiel. Wunderbar. Dann holen wir gleich nochmal neue Produktivitätsmodule. Da dürften jetzt auch schon wieder einige fertig geworden sein. Und das hier dürften mehr als ein volles rotes Förderband Kohle sein. Sollte. So. Einmal reingetoggelt hier. Alles aufgebaut. Guckt ihr, das ist wunderschön. Und einfach, weil wir es können, packe ich hier auch nochmal da rein. So. Kriegt Strom von hier unten. Und los geht's. Kohle wird gesammelt. Tak, 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 tak. Sieht gut aus, soweit. Kohlecheck, Petroleumcheck 30 Fabriken, die nichts anderes machen, außer Kupfer herzustellen. Nicht Kupfer, Kunststoff herzustellen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht hier so rechts haben will. Und ich glaube, das will ich und ich glaube, das führt tatsächlich dazu, dass ich den ganzen Shit hier theoretisch genauso haben will, aber eher hier nach ganz außen auf diese Höhe. Dahin, ne? Müsste das dann sein. Machen wir das nochmal hier hin. Und ihr sammelt das nochmal weg. Das Rohr ist durchaus richtig, das geht hier rüber. So. Und das Wasser, das kommt auch irgendwie hier runter, das ist auch in Ordnung. So, dann haben wir Wasser da, dann können die produzieren, das ist ja okay. Dann baut das hier auf. Müsste alles funktionieren, ne?
Boah, ist auch sofort voll, also das läuft rund um die Uhr, das ist schon okay. Und dann sammelt sich das da. Das ist Schritt Nummer 1. Passt. Ich lasse es so. Blub, 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 na, na, nee. Blub, blub, blub. Ich kann ich jetzt auch mal wieder absetzen. So, das ist der erste Streich. Doch der zweite kommt zugleich. 30 mal... Kunststoff produzieren. Mit 30 Chemie. Das sind... Ein Kohle, zwei Plastik. Kommen da raus. Wir brauchen einmal Kohle und 0,4 Petroleumgas, ja. Dann gehen wir einfach hier runter. Du kommst einmal weg. Brauchen wir da unten was? Ne. Du gehst einmal hier runter. Dann 30 Stück. Und das ist ja eigentlich ganz einfach. Falsch rumgedreht. So rum. Genau, das da rein, Kohle raus. Ich tendiere dazu. Den wegzunehmen. Den. Ein Feld hier rüber zu setzen. Und dann holen wir von hier die Kohle und merken, dass wir das Ganze doch irgendwie hätten in die andere Richtung ausgeben können. Jetzt zu spät. Keine Möglichkeit, das zu ändern. Gehen wir hier lang. Ist egal. Ist okay. Bis nach dort. Ja, dann gehen wir hier runter. Gehen da rüber. Runter, rüber, runter. Rüber, rüber. Da lang, da lang. Falsch abgebogen, passiert den besten. So, dann kommt das hier rüber, kommt dahin und jetzt überlegen. Ich glaube, ich so hier lang baue jetzt das einmal so und einmal so und einmal so. Geht nicht, wie ich mir das erhofft habe. Dann immer dazwischen ein. So und so. Den auch jeweils ein weiter runter. Dann haben wir 5. Wenn ich so mache, haben wir jetzt 6. Dann haben wir jetzt 10, ne? Kurz überlegen, ja. Jetzt haben wir 10. 20. 20. Passt das? Mehr oder weniger. Das wären jetzt 40 Stück oder ja, 41 glaube ich, ne? Ne, 39. Mal kurz gucken. Irgendwo habe ich da nämlich einen kleinen Denkfehler gemacht. Wir haben jetzt insgesamt 40 Stück, okay. 40 Stück ist zu viel. Wir brauchen ja eigentlich nur 30, erinnern wir uns. Ne? Eigentlich wollen wir hier nur 30 haben, aber 30% von
30 sind 9. Glaube ich. Von daher habe ich da jetzt noch mal ein bisschen was angepackt, ne? Damit wir hier auf Versicherungsseite sind. Die kommen hier rein. Werden aber nicht ganz reichen, korrekt. Sind zu wenige. Muss ich gleich noch mal mehr holen. Dann produzieren die mir den Shit und ich kann den Shit jetzt hier rauspacken. Und auch dort machen wir selben Aufbau. So. So, 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 so. 5. Hier kann ich tatsächlich einfach einmal durchgehen. Ich hole noch eben die letzten Produktivitätsmodule, die wir brauchen. Dann haben wir den Kunststoff auch fertig. Und für den ersten Entwurf ist das alles in Ordnung. Ja? Für den ersten Entwurf ist das alles gar nicht so schlecht. Ich gehe einmal nach Hause, hole mir die verbesserten... Weil nicht die verbessern, aber die Produktivitätsmodule, um die Auslastung da unten ein bisschen zu verbessern. Ich wurde wieder irgendwo... Wow, ist der hier durchgeschlittert. Und in den schönen Aufbau, den ich gerade fertig gemacht habe. Guck dir das an, was für ein Arschloch-Meteor. Eigentlich kannst du ja deine Prod-Module im Factory Planner einstellen und bei der Maschine, was soll's. Ja, stimmt, könnte man machen. Aber auch die werden sich halt im Laufe des Spiels immer wieder ändern. Irgendwann habe ich dann die Level-2-Dinger und so. Ist ja nur für den Moment, da reicht mir das Überschlagen tatsächlich. Das muss jetzt nicht aufs letzte Kommastelle genau sein. Aber hast natürlich recht. Will ich dir gar nicht abstreiten. Hast recht. Könnte man einstellen. Ist mir die Klicks aber halt im Endeffekt nicht in dieser Phase des Spiels wert. So, hier hoch wollen wir. Ich bin schon dran vorbei. Ich sage 2112. Ab 2400. Aber ey, nicht schlecht geschätzt. 2112, ja, passt nah genug dran. Dann nehmen wir auch nochmal unseren Beton mit hier oben. Na, nee, wann kommst du jetzt eigentlich mal her? Ja, immer drückst du dich davor. Chaotica kann es kaum erwarten, dich mal persönlich kennenzulernen. Die schwärmt immer von dir. Das hier ist auch irgendwie komisch, dass der hier oben teilweise leer läuft. Ja, ist halt so. Passt schon. Also, wir laufen wieder runter. Keine Ahnung, sagt sie. Ja, eh noch eine Starter-Base. Die ändert das hier noch einiges. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Alleine halt schon mit der nächsten... Guck mal, genau dieselbe falsche Route bin ich schon mal gelaufen. Richtig lustig. Okay, ich muss hier mal einen Weg legen, dass ich weiß, ich komme hier durch. Guck mal, da geht's durch. Das ist ein legitimer Weg, Zeno. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Also, bevor man das verbesserte Öl hat, ist eh... Ganz ehrlich, was willst du denn damit machen? Ohne Schwere und Leichtöl macht das Ganze doch überhaupt gar keinen Spaß. Mit halt auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Hier rüber, ich bin zu weit. Ich muss jetzt erstmal die Basis wieder aufbauen, nachdem die eben zerschmettert wurde. Wurde getroffen. Guck dir das an, wie der Meteorit hier richtig durchgerauscht ist. Genau hier einmal durch. Kratsch! Das Geile ist, mit den Mods, die wir installiert haben, können die Förderbänder unter den Meteoren gebaut werden. Das heißt, ich kann die Meteoriten aus Style-Gründen einfach stehen lassen. Guck mal, dann laufen die da durch. Das ist nice. Dumm, aber nice. Ja, es ist immer eine Starterbase, das stimmt. Ja. Chaotica, ich brauche dann vielleicht mal Unterwäschefotos von dir und Nils. Dann kann ich Nanani bestimmt hierher locken. Ja, also nur meinetwegen wird sie ihren süßen kleinen Hintern hier nicht herbewegen, aber... Wenn ich hier das ein bisschen schmackhaft mache. Es gibt da sogar Pancakes. Ja. Welcher Zusatzmod bei mir auch so mit den Asteroiden und Bändern? Ich glaube, das ist Blue Build, die das macht. Die setzt ja automatisch Gebäude hin. Also ich muss ja nur sagen, ich will das dahin haben und dann entsteht das sofort. Hier, wenn ich in die Reichweite gehe. Und da wird, glaube ich, keine Kollisionsabfrage in dem Sinne gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist das auch standardmäßig so. Weil die Asteroiden halt so reingeben. Coded sind, das weiß ich nicht genau. Da ist ein Holzstück im Weg, nice. Da ist auch ein Holzstück im Weg, nice. Gut, wir haben überall genug Module drin.
Ich meine, ich könnte ja mal gucken. Ich sag 39. Ich sag, das verändert sich auf 39, wenn ich jetzt hier sage, Module, die da. So, 38,3. Siehst du, wie gut ich bin? Und ich habe 40 gebaut. Bam. Voll gut. Wir können aber den anderen auch gucken. 30, nee, was haben wir hier? 50 hätten wir gebraucht. Ich habe 65 gebaut, weil ich geil bin, oder? 63,8. Ich bin so super. Eigenlob stinkt und so, aber es ist schon ziemlich gut. Autobild ist die für dich baut. Nee, Autobild habe ich nicht installiert. Ich guck mal eben ganz kurz. Hast du mich neugierig gemacht? Doch, du hast recht. Ja, ist Autobild nicht Blue. Was laber ich denn hier mit Blue whatever? Es gibt diese Mod gar nicht, Blue Build. Doch, es gibt Blue Build, aber die war scheiße, oder? Blue Build. Blue Build Plus. Naja. Nee, wir haben Autobild. Hast du recht, mein Fehler. Hast gut aufgepasst. Oh je, Leute. Ja, aber realistisch gesehen ist es das. Weil mehr können wir jetzt nicht machen. Ich muss jetzt im Grunde rote Chips produzieren. Rote Chips produzieren ist aber abfuck. Ich habe, glaube ich, nicht mehr meine wunderschöne... Blaupause. Ich hole mir meine wunderschöne Blaupause. Oh, ich hoffe, die ist noch da. Habe ich die vielleicht einfach hier irgendwo in einem alten Safe? Es kann sein, dass ich die hier habe. Ich weiß einfach so. Das ist ein sehr alter Spielstand, den ich jetzt lade, weil ich hier noch ein paar Blaupausen rumliegen habe. Ich denke, es liegt daran, weil die Blaupause, die sich platziert, wenn die Sachen kaputt gehen, nicht davon ausgeht, dass dort auf einmal ein Meteorit steht und sich trotzdem setzt. Das kann sein. So, jetzt gucken wir mal. Und... Worauf hast du Lust? Kartoffeln schneiden, frittieren, Salz und Paprikapulver. Das ist eine Mischung aus Paprikapulver und Kakaopulver. Für die echten Kenner. Paprikapulver. Paprikapulver. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Fritz Hugo, nee, da redest du dir jetzt nicht mehr raus. Es ist Paprikapulver. Seht ihr, wie lange das braucht zum Laden? Das ist kein sehr gutes Zeichen. Aber wir haben ja auch die Mods nicht installiert, die ich für die Map eigentlich brauche. Oh, tut sich noch was oder nicht? Wir warten mal noch einen kleinen Moment. Weil ich habe eine wunderschöne Blaupause für die roten Chips. Und die werde ich nicht nochmal bauen. Ich habe die auch auf meinem Xeno-Kanal. Das heißt, ich gehe mal kurz auf meinen YouTube-Kanal gucken. Wir können ja mal kurz zusammen gucken, während das Game versucht zu laden. Ja. Das war jetzt ein bisschen privat, was da so steht. Nee, ist mir aber egal. Scheiß drauf, könnt ihr ruhig sehen. Oh, ich glaube, wir sind drin. Nein, das war nicht drin. So, Content und dann gehen wir hier einmal auf Red Circuits. Ne. Da habe ich es einfach Schaltkreise genannt. Hier, Xeno Blaupausen. Und dann habe ich hier doch bestimmt irgendwo auch die Blaupause. Rote Schaltkreise, just paste it. Das da brauchen wir. So. Und dann gehen wir hier einmal runter, kopieren das alles einmal. Theoretisch. Rote Schaltkreise kopieren. Ins Game. Ja, wir sehen schon, hier tut sich nichts. Ich glaube, ich lasse Factorio mal einmal konsequent abstürzen. Ist einfach ein bisschen too much gerade für das Game. Machen wir es doch mal an. Nein. Nicht Dota. Nicht Dota, sondern Factorio. Da. Gehen wir da nochmal hin. Ach, schnelle Finger sind gar nicht so verkehrt. Manchmal sind schnelle Finger ganz hilfreich. Frag mal Nana, nee. Kenne ich nicht, dass er nichts mehr macht beim Laden. Ja, ich denke, das liegt daran, das war eine sehr, sehr große Map mit sehr, sehr vielen Objekten. Und dadurch, dass ich nicht die Mods synchronisiert habe, musste er jetzt quasi einmal jede Entität einmal angucken und gucken, ey, gibt es dich in diesem Modpack? Gibt es dich in diesem Modpack? Hast du dich seitdem verändert? Die Versionsnummer hat einfach nicht übereingestimmt.
Ich glaube, das liegt jedenfalls daran. Trotzdem möchte ich jetzt Paprikapulver. Ich will Paprikapulver. Das ist jetzt deine Aufgabe, Fritz Hugo, mir Paprikapulver zu besorgen. Und hier einfügen. Guck mal, das ist nämlich die wunderschöne Blaupause, die wir benutzen werden für rote Chips. Die packe ich mir auch einmal hier hin, dass wir sie nicht vergessen. Und noch wichtiger, ich packe mir die einmal hier hin, dass wir sie nicht vergessen. Und ich kann die theoretisch... Ja, wir können die mal eben hinknallen. Rote Chips sind doch hier genauso zu bauen wie sonst. Mit Plastik, Copper und Electric Circuits, genau. Das machen wir hier oben, weil ich habe hier oben noch grüne Chips. Da. Es ist Zeit, den Gegner zu bekämpfen. Guckt in den Chat. In den Chat gucken. Und jetzt ist halt die Frage, will ich diese grünen Chips benutzen oder nicht? Und die Antwort ist, ich weiß es ehrlicherweise nicht genau. Eigentlich hätte ich diese grünen Chips hier oben gerne für die Produktion unserer Mall. Da, wo ich Greifarme, Förderbänder, Montagemaschinen und sowas mache. Da brauche ich auch grüne Chips für. Und dafür will ich diese grünen Chips eigentlich benutzen. Ich habe jetzt aber richtig null Bock da drauf, weil mein Handy jetzt auch schon klingelt, weil es kurz nach 9 ist. Habe ich null Bock drauf, die da unten noch eine grüne Chipsproduktion zu bauen. Mittelfristig, und damit meine ich tatsächlich eigentlich kurzfristig, nächsten Part, den wir spielen, oder übernächsten Part, werde ich da unten eine eigene grüne Chipsproduktion bauen. Ja, werde ich machen. Jetzt für den Moment allerdings gehe ich hier oben zu den grünen Chips und bringe da ein paar grüne Chips runter. Ja, ich denke ja. Ich denke, ich nehme den und den. Und muss mal ganz kurz gucken, ist das echt so viel? Es ist schon relativ weit. Not gonna lie. Aber hilft ja nichts, ne? Wer nicht anfängt, kommt nicht an. Das heißt, ich werde jetzt von hier ein paar der grünen Chips runterbringen. Und das ist unser Ziel, dann machen wir Feierabend. Ich werde noch kurz rote Chips produzieren. Mit der Blaupause, die ich habe. Dazu muss ich nur die grünen Chips einmal runterbringen und da unten irgendwo noch ein bisschen Kupfer finden, das übrig ist. Das größte Problem wird sein, dass ich hier gerne über diesen Meerabschnitt wollen würde. Aber ich kriege ja nirgendwo dieses Landfill her. Ich meine, ich kann mir hier die Steine nehmen und dann kann ich 50 mal Landfill machen. Ich habe hier auch noch ein bisschen was rumliegen. Ich hätte mal irgendwo eine Kiste voll machen müssen, weil 100 Landfill, damit komme ich nicht weit. Ich brauche so viel Landfill. Ich will halt eigentlich mit diesem Förderband hier runter, hier rüber, über dieses Wasser. Das sind, schätze ich, aber ein paar tausend Einheiten Landfill. Und in Space Exploration ist Landfill einfach beschissen gemacht. Sagen wir es, wie es ist. Du brauchst 100 Steine, um ein Feld Wasser wegzumachen. Du brauchst so 100 Steine. Ah, 50. Das ist trotzdem mega viel. Das ist echt beschissen. Das heißt, ich muss mir einen anderen Weg überlegen. Und das geht nur mit richtig vielen Kurven. Da habe ich echt eigentlich gar keinen Bock drauf. Nee, das machen wir nicht. Da machen wir jetzt gleich Feierabend. Nee. Das dauert mir zu lang. Was ich machen werde, ist, ich werde dort drüben Landfill produzieren. Auch wenn es scheiße ist. Das war nicht Standard Vanilla. No way. 50 Einheiten? Nee, 10 oder so ist Vanilla. Doch nicht 50. Es geht um die Menge der Steine, die du brauchst. Nicht um den Weg, wie du es produzierst, sondern um die Menge. Das ist doch nicht normal, dass man 50 Einheiten Steine für eine Einheit Landfill braucht. 10 oder 5 zu 1. Ja, aber noch nicht 50 zu 1. Bin ich mir relativ sicher, oder? Täusche ich mich da jetzt so krass? Outpost Planner. Ausgabe. Süden. Und hier einmal rüber, bitte. Mal gucken, wie gut er sich hier anstellt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist kein sehr leichtes Feld hier. Guck mal, da macht er zum Beispiel schon mal einen ziemlich großen Fehler. Das muss weg. Da können wir eher hier noch eine Reihe machen. Die baue ich dann einmal kurz selber und die geht da oder so. Den Rest kannst du mir aufbauen, das ist schön. Ich guck das gleich nach. Ich glaube euch nicht. Das ist doch nicht 50. Junge. Giving up on Electric Ports. Okay, Electric Ports haben ihn jetzt hier gerade mal irgendwie überfordert. Machen wir einmal kurz so und einmal kurz so. Ja, das ist, wie gesagt, jetzt der letzte Arbeitsschritt, den ich mache, weil wir müssen hier noch kurz Happa Happa machen. Und morgens Frühschicht angesagt, von daher ruft das Bett auch schon. Ja, wenn hier jetzt nicht alle gehen, ist mir das tatsächlich auch scheißegal. Ist mir lax. Ja, ist mir wirklich lax. Ich sag's nicht nur, es ist mir wirklich lax. Den kann ich noch mitnehmen und dann reicht's. Und dann baue ich hier einfach eine Reihe Montagemaschinen hin. Mit einer Reihe Greifarme. Hier nochmal eine Reihe Greifarme. Und dann mache ich einmal so. Einmal so. 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 Lass das da hinlaufen. Lass das da hinlaufen. Und machen wir. Hier ein Warenhaus hin und das war's dann. Und ihr sollt produzieren lernen, Flip, bitte. Hat einer nachgeguckt? Ich meine, 50 Steine für ein Endfeld ist Standard. Nein! Ja, komm, wir sind hier noch in der Ansicht. Dann gehen wir hier hin und machen einfach einmal kurz. Factorio Wiki gibt's doch bestimmt. Hier, offizielles Factorio-Wiki, dann gehen wir einmal auf Transport-Tutorials, ich suche Rezepte, Materialien und Rezepte, hier Steine, ne, Landfill brauchen wir ja hier, Landfill. 20, guck mal, 20. 20 Steine für einen Landfill ist Standard. Ja. 20. Also 2,5 mal so teuer, das ist schon echt brutal. Das saugt ja halt so ein Feld doch recht schnell weg. Aber jetzt werde ich hier im besten Fall irgendwann eine volle Lage raus haben. Aber da müssen wir ein bisschen drauf warten, weil ich will mit diesem bescheuerten Dreier-Förderband hier unten durch, und das ist so viel Wasser, das sind, glaube ich, ich würde schätzen 2000 Felder oder so, die mache ich sicherlich nicht per Hand. Vielleicht machen wir im nächsten Part dann aber auch das direkt anders und ich lasse die grünen Chips da oben grüne Chips sein. Und ich werde die lieber hier oben zu roten Chips machen und werde da ein bisschen Plastik nach da oben bringen. Das hat den ganz einfachen Vorteil, wie gesagt, ich baue ja hier so meine Mall, so ungefähr. Und da brauche ich dann halt einfach nur hin und wieder mal ein bisschen nur ein paar rote Chips, da muss ich jetzt nicht so wirklich ballern, dass das hundertprozentig hinkommt. Hier unten allerdings werde ich mir da wahrscheinlich, weil das hier für die roten, für die grünen Chips hier unten oder für die Forschung drauf geht, das reicht nicht mehr für die blaue Forschung. Das sieht zwar voll aus, aber ist es in Wirklichkeit nicht. Werde ich mir wahrscheinlich neue Felder holen müssen. Wahrscheinlich das da unten. Damit kann ich dann grüne Chips machen und dann kann ich das upcyclen mit dieser wunderschönen. Ich hätte euch gerne noch in diesem Part gezeigt, für die sie nicht kennen. Aber diese Blaupause, die ich da unten jetzt hingeklatscht habe, die ist halt echt schön, die da. Beziehungsweise, immer her hier. Warum baut ihr eigentlich hier schon wieder nicht? Baut auf. Genau. Hops, hops. Das Problem wird sein, dass ich hier nicht genug Platz habe, und die grünen Chips werden da unten produziert. Ja, ich könnte das wohl hier oben irgendwo machen, die roten Chips herstellen oder so. Oder da. Sonst muss ich hier auch so viel Wasser aufschütten. Und die grünen Chips hier muss ich irgendwo upcyclen. Ich könnte es vielleicht auch hier machen, dann hätte ich da rote Chips.
Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Genau. So könnte ich das Ding hier hinbauen. Ungefähr so. Aber wenn ich Strom wegnehme. Na, dann kommt da unten meine rote Chipsproduktion hin. Die gibt es nicht auf meinem Discord, aber ich kann dir den Link einmal schicken. Allerdings ist es vielleicht ein bisschen schwer zu durchschauen. Oder hier, guck dir das Ding an. Da stelle ich das vor und zeige auch, wo du was anschließen musst. Das ist eigentlich besser. Und da findest du in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, sondern in der Videobeschreibung hier unten die Blaupausen. So, wir machen jetzt hier aber Feierabend. Ich habe meine Mitbewohnerin lange genug hungern lassen. Wir machen jetzt hier Tschüss und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bedanke mich für die beiden Abos. Wir gehen einmal in den End-Credit-Screen rein. Das müsste funktionieren und ich müsste den jetzt einmal direkt rollen können. Dann raiden wir gleich noch irgendwo hin. Mal gucken, zeigt der ihn an? Ja, genau hier. Einmal vielen herzlichen Dank für die Follows und die Moderation und die Abos, die heute reingekommen sind. Und wir gehen gleich mal... Ich will mich nicht doppelt hören, Seno. Nicht doppelt hören. Und wir gehen mal... Wo raiden wir denn mal hin? Ja, wir gehen mal zu Shimbo. Shimbo freut sich immer, wenn man vorbeischaut. Sag mal Hallo zu Shimbo. Na, kommt mit, sagt Hallo. Und mobbt ihn. Immer schön mobben. Shimbo muss gemobbt werden, Leute. Ich drücke euch an mein Herzchen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.